Didi, kannst du uns zu Beginn vielleicht gleich ein Update geben? Wie geht's Matteo Barac? Ja, dürfte sie die Nasenbruch haben, also können wir noch einen Zusammenstoß mit dem Pauli, das nicht so gesehen, aber ich habe es jetzt gehört und ja, hoffe, dass er schnell wieder durchkommt. Aber ob das jetzt ein Klopp ist oder weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall hat er sich die Nase gebrochen, das ist nicht schön für uns. Der erste Sieg in der Europa League Gruppenphase, ein hart umkämpfter Sieg, wie hast du das Spiel erlebt? Ja, ich habe schon einen schöneren Tag gehabt, würde ich mal sagen. Ich glaube, dass wir es heute extrem schwer gemacht haben, selbst eigentlich, weil ich denke, spüre ich irgendwo genauso begonnen, wie das Spiel dann weitergelaufen ist. Es ist ein Ball, der was eigentlich umgefallen ist, der Ball rutscht aus und bist eins nach hinten. Und danach haben wir eigentlich für mich die erste Halbzeit nie einen Druck aufbauen können und haben eigentlich wirklich sehr umständlich gespielt, haben wirklich sehr langsam gespielt vor allem und und dann zum Glück mit einem Weitschuss sind wir wieder zurückgekommen und war auch dann zweiter so, dass wir nicht das gespielt haben, was wir grundsätzlich können. Aber es war heute wichtig, dass wir den Dreieck von sind, wer uns im Spiel lässt und alles andere können wir definitiv besser. Max, es war ein echter Arbeitssieg, könnte man sagen. Warum haben wir uns heute so schwer getan? Ich sehe das ähnlich wie der Trainer. Ich glaube, wir sind genauso reingestartet, wie wir das nicht wollten, wobei ich es da noch nicht gesehen habe, immer noch der Meinung bin, dass das eigentlich ein Foul war. Und danach, ja, unverständlicherweise, weil es war 7 Minuten gespielt, haben wir danach schon begonnen, einfach viel zu hektisch, viel zu umständlich zu spielen. Wir haben gewusst, wir haben lang genug Zeit und wenn wir unsere Qualitäten und Klasse zeigen und ruhig bleiben, dass wir die Tore auch machen und das Spiel drehen. Und es war aber irgendwie dann von auch in der ersten Halbzeit schon, weil so viel Zeit war, dann ein komplett hektisches Spiel, wo wir Fehler gemacht haben, die ja, nicht normal so waren. Und das hat sich dann irgendwie durchgezogen, bei gefühlt jedem Spieler. Und ja, wie der Trainer sagt, wir sind dann eigentlich zum Glück zurückgekommen und in der zweiten Hälfte war wieder, ist er hin und her gewesen, obwohl wir gewusst haben, wir bekommen unsere Möglichkeiten und Chancen und dann wieder durch dumme Aktionen Elfer und dann hinten raus wieder. Also es war ja, so ja, Arbeitssieg, aber wir haben es uns auf jeden Fall leichter vorgestellt und hätten es uns auch leichter machen können. Danke euch. Darf ich mal eure Fragen bitten? Wir haben wieder ein Mikrofon, das durchgeht und ich nehme an. Gut. Traditionen wollen gewahrt werden. Christian, macht bitte den Anfang. Gehabt. Das ist ja wirklich so eine, jetzt sage ich es einmal ganz vor, eine Scheißwelt, was da jetzt alles passiert. Kann man da gut, wir müssen auch arbeiten, wir arbeiten alle. Wirkt sowas auch irgendwie ein, weil der Fußball ist ja in Zeiten wie diesen wirklich irgendwie im Hintergrund. Spielt das vielleicht auch für den Fußballer mental eine Rolle, dass man vielleicht unkonzentriert wirkt oder hektisch, ich weiß es ja nicht. Ich kann jetzt nicht für die Spieler sprechen, aber ich denke, im Spiel ist es so, dass du dann im Fußball drin bist, ganz ehrlich gesagt. Ich glaube, die Situation möglicherweise, dass es so ist, dass du heute den Musik machen musstest, den haben wir gemacht und das war heute das Schönste an dem Spiel. Ich kann auch nur für mich eigentlich sprechen. Für mich ist das Schönste, während dem Match dann zu sein, weil da denke ich an das Ganze nicht und von dem her bin ich nicht der Meinung, dass das jetzt irgendwie ja, im Hinterkopf war. Es ist schrecklich, was passiert ist. Wir wohnen alle seit, oder ich sage mein ganzes Leben in der Stadt. Natürlich geht einem das persönlich nahe, aber wie gesagt, im Match ist für mich eigentlich, das freut mich am meisten, weil da sind keine anderen Gedanken als das Spiel. Christian, noch eine Frage? Dann Martin. Man kann es ja zusammenfassen, dass es nicht um den Schönheitspreis ging. Auf der anderen Seite, Gewinnern gehört dazu und irgendwie ist es ja dann fast ein typisches Rapid-Europapokalspiel gewesen, oder? Ich habe schon gesagt, gewinnen war heute wichtig, weil wenn du heute nicht gewonnen hättest, dann hättest du wahrscheinlich dich verabschieden können und deshalb haben wir unser Ding gemacht, dass wir es besser können, ist keine Frage und ja, wird jeder einzelne Spieler auch wissen, aber wir haben jetzt schon die nächste schwere Aufgabe für uns und dieses Spiel müssen wir abhocken, kurz noch bereden, definitiv. Aber dann kommt ein weit schwerer Gegner und da müssen wir anders agieren wie heute. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Es geht ja darum, wenn man da jeden dritten Tag solche Spiele hat, schwere Spiele im Endeffekt, wo man ja gezwungen ist, als Profi Leistung zu bringen, weil man unter Druck ist.
heute abschalten, so schnell wie möglich. Ist das das Entscheidende, dass man in dem Fall dieses Salzburg-Spiel in den Kopf kriegt? Denn man weiß ja, dass man gegen die beste Mannschaft Österreichs oder einer der besten Europas antritt, um da wirklich Leistung zu bringen. Oder dauert es, wie so oft nach solchen Europacup-Abenden, bis in dem Fall Sonntagvormittag, bis man diese richtige Konzentration hat? Ich kann auch wieder nur für mich sprechen. Ich bin viel, viel lieber da im Stadion am Platz als am Trainingsplatz. Deswegen ist es auch irgendwie das Schöne, wenn du jetzt vielleicht in 3 Tagen wieder das Spiel hast, anstatt dann ja, 3-4 Tage über das Spiel irgendwie nachzudenken. So, ja, wird das morgen besprochen, das ist ganz klar. Das muss man analysieren, aber das Gute ist, einen Tag später geht es schon wieder eben zur Analyse vom nächsten Gegner. Und da wissen wir, was auf uns zukommt. Das wird ein ganz anderes Spiel, das wird ein unglaublich schweres Spiel, das wissen wir alle, aber ja, in den Spielen waren wir eigentlich immer gut, auf die Spiele brennen wir, und ja, für mich gibt es nichts Schöneres, als nach so einem Spiel auch gleich 3 Tage später wieder zum Spielen. Martin? Cheftrainer, ein Thema, das wir seit August haben, jetzt wird der Kader dann schon, wird's eng und kostet man Kopfschmerzen? Ja, das habe ich immer gesagt, dass der Kader klein ist und dass man hoffen muss, dass sich kein Spieler verletzt. Und dass aber Verletzungen leider zum Fußball dazugehören, wissen wir alle ganz genau. Und da haben wir eben die Situation, dass wir da jetzt improvisieren müssen, ganz einfach, und das Beste daraus machen müssen. Und das Gute ist ja, dass wir in dieses Spiel am Sonntag alles reinlegen werden. Und dann hast du ja zum Glück eine Länderspielpause in dem Fall. Gibt es noch Fragen zu Dandal? Didi, du hast letztes Mal erklärt, dass der Richard Strebinger eine unglückliche Phase gehabt hat, deswegen der Wechsel. Der Paul Gartler hat gut angefangen und heute hat aber nach diesem Ausrutscher beim 0-1 verunsichert gewirkt und hat im Endeffekt da keinen Ball halten können. Machst du da irgendwie Sorgen, dass sie vielleicht die beiden, die kennen sie ja beide besser, vielleicht auch im Kopf zu viel Stress machen, dass da zu viel nachgedacht wird von den Torhütern, wenn sie dann zum Einsatz kommen? Ich bin anderer Meinung. Ich denke, das habe ich, glaube ich, eingangs erwähnt, dass beim ersten Tor das, was so dazu passt hat, aber der Max hat ja vorher schon gesagt, das war ein Foulspiel. Dann hat er im Prinzip, der Kopfball war ja nicht hart genug, aber der Ball ist ausgerutscht, muss man dazu sagen. Und das ist unglücklich, aber ich denke, er hat ja nicht allzu viel zum Halten gehabt. Der Elfmeter ist, glaube ich, eine Geschichte, wo du, wenn es einen gibt, einer, der was sagt, der kann da jeden Elfer halten, dann hole ich ihn fix, ja, dann zahle ich nie. Aber ich denke, dass er grundsätzlich nicht allzu viel zum Halten gehabt hat. Und deshalb bin ich da anderer Meinung, dass es jetzt so war, dass er verunsichert gewirkt hat, sondern war ein Spiel, wo er eigentlich wenig zum Tun gekriegt hat. Und bei 12er, ja, kann man da halt sein, aber in dem Fall haben sie es reingeschossen. Gibt es noch Fragen zum heutigen Spiel? Sonst Rainer? Was ist mit Marcel Ritzmeier? Betrifft er noch heute und Sonntag? Hat sich kränklich gefühlt und hätte heute noch nicht spielen können, aber ich gehe schon davon aus, dass er am Sonntag dabei ist. Wobei ich schon dazu sagen muss, sollte er sich noch immer schlecht fühlen, ist es ganz klar, dass er bei mir nicht spielen wird, wie ein anderer Spieler genauso wenig, weil ich glaube, die Gesundheit geht über alles. Und wir brauchen am Sonntag und auch heute, man braucht fitte Spieler. Und am Sonntag, glaube ich, braucht man eigentlich nicht nur fitte Spieler körperlich, sondern geistig auch. Nachdem wir schon am Sonntag sind, bitte eure Fragen auch zu Salzburg. Du wirst sicher natürlich gesehen haben, das Salzburg-Spiel gegen die Bayern München. Brauchen wir darüber nicht reden, Bayern ist wahrscheinlich die beste Mannschaft der Welt. Aber hast du da bei Salzburg eine Schwäche gesehen? Ich meine, es steht bis zur 77. Minute 2:2. War das irgendwie für dich, wo du irgendwo was lernen draus ziehen kannst, du das irgendwie taktisch falsch verhandeln haben, eine andere Mannschaft nicht total mauern? Und Zusatzfrage, das letzte Spiel war das 2:7. Ich meine, das wird man jetzt sichtbar nicht mehr thematisieren. Ich habe es jetzt thematisiert. Eben, aber nur du. Ja, eben. Ich kann das Thema Bayern sagen. Ich glaube, dass es so ist, wenn du dann einen Corner zum 3:2 kriegst, das ist immer ein Pech, würde ich mal sagen. Aber vorher haben sie mir unglaublich Spiel gemacht, da war es auf Messerschneide. Und da hat Bayern schon auch wirklich
sehr viel leiden müssen, weil sie wirklich mit dem schnellen Spiel nach vorn haben's echte Probleme gehabt. Und dann ist der Damm gebrochen in 3-2. Aber ich glaube, das Resultat, klar war es dann 6-2, aber ich glaube, vom Spielen her, das Resultat ist Fakt. Aber sie haben ein unglaublich gutes Spiel gemacht und das haben wir auch vorher gewusst, dass sie ganz gleich, ob sie jetzt gegen Bayern spielen, ist eine Top-Mannschaft, die wirklich echt große Qualität in ihren Reihen hat. Weitere Fragen zu Martin? Zuerst Philipp und Martin. Wie groß ist die Erleichterung, dass auch Yusuf Demir wieder bereit ist? Hat auch gezeigt, wieder, wie wichtig er sein kann. Und wann entscheidet sich, ob Funtos wirklich ein Thema ist für Sonntag? Ja, das werden wir jetzt morgen sehen. Also beim Yusuf ist natürlich, bin ich sehr froh, dass er wieder im Training ist, dass er heute natürlich anschlussendlich ein entscheidendes Tor geschossen hat. Und bin froh, dass er wieder in unseren Reihen ist. Aber das bin ich mit jedem fitten Spieler. Taxi gibt es noch, also das wird sich morgen entscheiden, gibt es noch weitere Untersuchungen? Wie schaut da die Situation aus? Ja, es ist so, wenn es für ihn nicht sicher genug ist, wird er nicht spielen, das ist einfach so. Ich denke, ich bin nicht da, dass man einen Spieler dann reinschickt und dann passiert wieder was und mit dem will ich nicht leben und mit kann ich nicht leben und deshalb wird der Arzt wird das entscheiden. Martin? An beide die Frage, ich meine, ihr habt das ja heute auch bewiesen, Rapid kann mit der Aufgabe wachsen. Gilt das auch für den Sonntag? Also nur so viel, am Sonntag brauchen wir eine weit bessere Leistung, weil sonst ist mit dem Wachsen, da wachsen nur die Bahnen im Garten, aber alles andere und das nicht einmal, weil jetzt ist vorbei mit dem Wachsen, aber ich glaube, wir brauchen ein weit besseres Spiel wie heute, weil ich glaube, dass da schon ein großer Qualitätsunterschied da ist und so können wir nicht agieren, weil dann kann es nicht gut ausschauen, milde ausgedrückt. Ja, aber ihr habt euch in Wahrheit ein bisschen aus dem Sumpf herausgezogen, dann auch in der Schlussphase. Also es ist ja klar, gegen eine Mannschaft wie Salzburg kann man ja nicht mit dem Prinzip der Hoffnungslosigkeit hineingehen. Das werdet ihr schon gar nicht machen, schon allein nicht hier zu Hause, oder? Also das habe ich nicht damit gemeint. Ich habe nur gesagt, wenn wir in ein Spiel reingehen, dass wir sagen, wir haben keine Möglichkeit oder keine Chance, dann ist es wertlos. Also es ist schon so, dass wir in jedes Spiel reingehen, ganz gleich gegen jemanden spielen, dass wir sagen, wir wollen das Spiel gewinnen. Aber wir wissen ganz genau, dass wir eine Top-Leistung brauchen am Sonntag und wir wissen ganz genau, dass diese Leistung, wie sie heute war, gereicht hat, aber gegen sonst man nicht reichen kann. Mehr habe ich nicht gesagt, aber ich würde nicht hören, dass einer sagt, das Prinzip Hoffnung ist das werden wir jetzt praktizieren. Sicher nicht. Die war die Frage auch, wie ihr in das hineingeht am Sonntag, denn wir wissen, dass es ein starker Gegner ist, aber ihr habt es aber auch schon gegen die bewiesen, als Spieler, dass es phasenweise oder über weite Strecken gehen kann. Oder? So ist es, wie ich es vorher schon gesagt habe, wie es der Trainer sagt. Ich glaube, wir sind die Letzten, die in irgendein Spiel reingehen und sagen, nein, wir haben keine Chance. Es war in den letzten Jahren bis aufs 2-7 immer der Fall, waren wir immer nah dran. Von dem her, wir wissen genau, was auf uns zukommt. Jeder von uns hat genauso auch das Spiel in der Champions League gesehen oder die letzten Wochen von Salzburg. Da wissen wir, dass auch eine ungemeine Wucht, eine ungemeine Qualität auf uns zukommt. Aber ja, wir brauchen uns da auch jetzt nicht verstecken. Wir sind auch gut in die Saison reingestartet. Ja, wir spielen leider wieder vor dem leeren Haus. Das war gegen Salzburg auch immer vielleicht der entscheidende Punkt, der uns geholfen hat. Aber ja, also wir gehen da genauso rein, dass wir das Spiel am besten gewinnen, aber auf jeden Fall nicht verlieren. Und die Qualität dazu haben wir trotzdem. Aber wie der Trainer sagt, wir brauchen eine ganz andere Leistung wie heute, weil sonst kann es wieder nach hinten losgehen gegen Salzburg, wenn wir wissen, eben, was da für Qualität auf uns zukommt. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ich sage vielen Dank und wir sehen uns am Sonntag wieder.